Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf Ein Deutsch in Spanien. Heute, nach Wunsch von einem Abonnenten, möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, wie es hier in Teruel auf dem Flugplatz ausschaut, der eben recht berühmt ist, auch in Deutschland, weil ja eben Lufthansa hier viele Flugzeuge hat zum Parken, jetzt wegen der Corona-Krise. Und tatsächlich, als ich jetzt mal gerade außen rum gefahren bin, habe ich wirklich einige an Lufthansa-Flugzeuge hier parken gesehen. Leider kann man nicht so richtig rein oder, ja, ich bin jetzt einmal außen rum gefahren. Das ist eben die Straße, die hier ist. Und viel mehr kann man jetzt nicht sehen, aber ich zeige euch jetzt eben einfach das, was ihr von hier aus sehen kann. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, viel mehr kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Von hier aus sieht man eben nur diese Flugzeuge. Auf der anderen Seite, also hier weiter hinten, da stehen dann die Lufthansa-Flugzeuge. Es gibt schon eine große Menge, aber von hier aus sieht man eben nur die ukrainischen Flugzeuge und ein paar Etihad und so weiter. Aber ich glaube, ihr könnt euch schon eine recht gute Idee machen, dass der Flugplatz hier richtig voll ist mit Flugzeugen. Ja, wenn ich eine Drohne hätte, dann könnte ich natürlich ein bisschen höher fliegen und euch das von oben zeigen. Habe ich aber dann natürlich noch nicht, weil ich habe nur ungefähr 30 Abonnenten. Tja, wenn du mehr solche Sachen sehen willst, dann auf jeden Fall abonniere den Kanal und zwar hier. Dann aktiviere die Glocke und so kann ich dann vielleicht euch mehr tolle Videos auch mit Drohne machen. Und hier lasse ich dir das nächste Video von einem coolen Vlog, damit du gleich weiter schauen kannst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.